Grüß euch, liebe 1000 PS-Freunde. Ich stehe hier am Montserrat, einem Berg nördlich von Barcelona. Und vor mir steht auch ein Berg. Ein Berg von einem Motorrad. Die Triumph Rocket 3R in der Chrome Edition. Wie sie für 2023 neu ist. Ich werde das mal rundherum gehen, damit ihr diese prächtige Maschine von allen Seiten bewundern könnt. Seht ihr zwei Auspuffrohre hier vorne. Das andere auf der anderen Seite und da 2458 Kubikzentimeter, also drei Zylinder mit jeweils knapp 820 Kubik. Da vorne ein dicker 150er Vorderreifen, 17 Zoll. Hinten haben wir einen 16 Zoll Reifen. Ansonsten 240er Breite, hinten sollte man vielleicht noch sagen. Und man sieht schon hier der Kardan. Auch dabei. Leistung 167 PS, die liegen bei 6000 Umdrehungen bereits an und noch ärger natürlich Newtonmeter 221 bei 4000 Umdrehungen. Aber without further ado, wie der Brite sagt, geht's jetzt in den Sattel. Seht schon, Sitzposition ist ganz leibend, jetzt lassen wir's mal an. Oh ja. Gut, dann fahren wir jetzt vom Montserrat runter. Das ist ein, wie gesagt, Berg, Nationalpark, etwa 46 Kilometer nördlich von Barcelona. Und da werde ich jetzt einfach ein Stück mit runternehmen auf der Rocket. Sitzposition ist wirklich sehr entspannt, Cruiser-typisch, mega breiter Lenker. Es ist ja überhaupt alles an diesem Motorrad riesig, nicht nur der Tank. Der ist zwar riesig, schaut riesig aus, hat aber überraschenderweise nur 18 Liter Stauvolumen. Ihr seht, keine unbeliebte Motorradstrecke hier. Und ja, zurück zur Ergonomie. Ich habe das Ding gut in der Hand, bin aber mit 1,87 natürlich auch einer von den größeren hier in der Redaktion bei uns. Also kleinere Piloten werden mit der Rocket vielleicht da oder dort zu kämpfen haben, vor allem wenn man im Niedriggeschwindigkeitsbereich unterwegs ist, beziehungsweise beim Rangieren oder gar im Stand, da merkt man einfach die massiven 317 Kilo fahrfertiges Gewicht haben wir. Dabei ist sie deutlich leichter geworden als die alte Rocket. Die hat nämlich, hoppa, da waren wir jetzt ein bisschen flott, die alte Rocket hat nämlich nochmal 30 Kilo mehr gehabt, also insofern ist die jetzt richtig handlich zu bewegen im Vergleich. Den Vergleich habe ich mit dem Faul übrigens gemacht, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn euch das interessiert. Aber heute geht es um die neue 2023er Rocket. Ihr seht schon hier relativ enges Geläuf, nicht unbedingt die allererste Wahl auf der Rocket, weil ihr werdet es vielleicht dann eher früher als später merken, die Kollegen von Gasgas, was war das? Das ist noch nicht serienmäßig gewesen, haben wir jetzt hier mitten drauf, da müssen wir kurz mal hupen. Ja, also wie gesagt, 317 Kilo bewegen wir hier. Und die fühlen sich in Fahrt dann aber eigentlich noch weniger an. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die relativ kleinen Raddimensionen ein handliches Fahren erlauben. Natürlich ist einiges in Bewegung, aber das Highlight an dem Motorrad ist ganz eindeutig der Motor. Wie gesagt, drei Zylinder jeweils, über 800 Kubik, 820, und das ist eine echte Freude. Also Drehzahl braucht man da mal überhaupt nicht, vor allem jetzt bergab. Da geht wirklich von unten weg, ist so viel Morch vorhanden, da geht einem wirklich nichts ab. Und Triumph hat es geschafft, auch die Bremserei entsprechend zu dimensionieren. Wir haben Brembo-Bremsanlage, also für einen Cruiser nicht unbedingt typisch. Vorne 320 mm Doppelscheibe, hinten eine 300 mm Einzelscheibe. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich was, was nicht alle Tage bewegt wird von mir. Nicht einmal von mir. Bei der Bremsanlage ist zu sagen, die ist wirklich groß dimensioniert, aber das braucht es eben auch, wenn man so viel bewegt wie hier auf dieser Rocket. Das ist einfach schon massiv. Was wir auch an Bord haben, ist natürlich Kurven-ABS und eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Und bei 221 Newtonmetern braucht es die auch, weil selbst hier auf trockenem, relativ gutem Asphalt, wenn man es ambitioniert aus der Ecke rausfahren lässt, dann ist da schon mal im Display was zu sehen. So.
ich jetzt ganz runter in den Ort fahre, werden wir hier irgendwo wenden, wo es gut möglich ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht da, weil bergauf macht es immer noch mehr Spaß. Also, schau mal, alles schaut gut aus. Da vorne ist auch nichts. Fahren wir. Jetzt wohl Beschleunigung. Da im Zweier leuchtet sofort auf, wenn ich da aufreiße. Und das ist wirklich eine Freude. Jetzt lasse ich euch mal 30 Sekunden einfach nur hören. Mehr als genug Punch in jeder Lebenslage. Man, werden wir hier auf den mächtigen Berg zu rauschen. Es ist wirklich eine Freude, hier zu fahren. Die Route habe ich übrigens mit Kalimoto aufgezeichnet. Das heißt, das könnt ihr dann, wenn ihr mal ins Vergnügen kommen solltet, in der Nähe von Barcelona Motorrad zu fahren, dann kann ich euch das ganz schwer empfehlen, diese Gegend hier. Zum einen ist es wunderschön optisch und zum anderen auch auf zwei Rädern ein absoluter Genuss. Sonst, jawohl. Natürlich ist das nochmal die Gasgas, die es noch nicht gibt. Natürlich ist das kein billiges Vergnügen, diese Rocket Air. Die Preise verlinke ich gern unten drunter, das habe ich jetzt nicht parat. Jetzt schauen wir mal, Schräglagenfreiheit. Ah, jetzt bin ich geschliffen. Ihr seht, es ist relativ wenig möglich. Vor allem, weil natürlich dieser druckvolle Motor wirklich zum Gasgeben einlädt. Insofern die Schräglagenfreiheit sicher der begrenzende Faktor. Ansonsten, Chassis ist alles extrem hochwertig massiv gearbeitet. Auch diese fette Federgabel haben wir verstellbar in Zugstufe und Druckstufe. Und das Fahrwerk ist jetzt nicht ultra komfortabel, ist auch nicht ultra sportlich. Sie haben halt einen Kompromiss gemacht, den man auf so einem 317 Kilo Motorrad einfach machen muss. So, jetzt war er wieder spät dran mit der Bremse, aber die Bremse wirklich, also Brembos, da gibt es nichts. Wunderschön. Zack. Glaubt's oder nicht, auf der Rocket 3R bin ich auch schon mit Sozius unterwegs gewesen und da könnte man meinen, so ein riesiges Motorrad mit 200 Kilo Zuladung ist ja auch super zum Zweitfahren geeignet. Tja, dem ist nicht wirklich so. Also der Sozius hat einen relativ spitzen Kniewinkel auf diesem doch kleinen Pölsterchen, das wir da hinten zur Verfügung haben. Und ich sag mal, für die Strecke zum Eiscafé ist es durchaus in Ordnung. Wenn es dann länger oder weiter wird, gibt es wirklich andere Motorräder, nicht nur, aber auch aus dem Hause Triumph, die das deutlich besser können. Das ist eine reine Fahrmaschine für Leute, die gern zeigen, was sie haben. Also zurückschalten wäre ich nicht notwendig gewesen, da ist man sofort vorbei. Jetzt werden wir dann noch ein Stück rechts rauf schauen und ich komme zu meinem Fazit. Opa, eng abbiegen ist natürlich, wie gelernt haben auf der Triumph, da müssen wir wirklich langsam ums Eck, aber Einschlag ist voll in Ordnung, insofern gutes Handling. Was auch praktisch ist beim Motorrad dieser Dimension ist die Berganfahrhilfe, die serienmäßig dabei ist. Das heißt, ich ziehe den Bremshebel lang und dann kuppel ich gemütlich ein. Maschine hält automatisch mit Hinterradbremse das Gewicht und ich fahre ganz normal los. Jetzt kommen wir, wo wir vielleicht noch eine kleine Soundprobe machen können. Da wird es finster. Ja, da hört es gleich mal, da geht es dahin. Okay,
kleine Kirche aus Santa Cecilia, das ist leider nur in Spanien. Fast irgendwo hin und dann Kultur, Berge, einfach alles. Einfach alles gibt's hier. Oh ja, das ist einfach eine leidende Aussicht. Ja, die Triumph Rocket 3R ist einfach ein einzigartiges Motorrad. Sie ist nicht nur der größte Motor mit dem meisten Drehmoment, den man serienmäßig erwerben kann, sie ist ein Bike in einer absolut eigenen Liga. Das Fahrgefühl lässt sich mit kaum was anderem vergleichen. Wir haben es dennoch versucht und werden bald einen Vergleich, das mit der Ducati Diavel V4, die ja am Papier bei der Leistung sehr knapp dran ist, die auch die Raddimension hinten, also den 240er Batschen hat. Und da sind wir schon sehr gespannt, wie sie sich im Vergleich schlagen wird. Ansonsten würde ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit bei euch bedanken. Schreibt mir gerne unten rein in die Kommentare, was ihr von der Rocket haltet. Seid ihr schon mal Probe gefahren? Wenn nein, bitte mein Appell an euch, das unbedingt nachholen. Weil, wie gesagt, Einzigartigkeit ist auf jeden Fall gegeben. So, den nehmen wir noch die Vorfahrt da. Perfekt. Und es ist nicht mit nichts anderem, was ihr wahrscheinlich je bewegt habt, zu vergleichen. Motovlog war es mein erster. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich sag danke und ciao aus Viva España. Oh, und noch ein Offroad-Passage zum Schluss. Na bravo. Oh je, was haben die Kollegen da gemacht? Na, ich schau's mir gleich mal an. Jetzt aber wirklich. Tschüss.